Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Kreativstempel. Ich bin Birgit und ich freue mich sehr, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute mit einer weiteren Folge meiner Mitbastel-Challenge. Und zwar ist es heute schon die Challenge Nummer 48. Die stelle ich euch gleich vor. Unsere letzte Challenge, die Nummer 47, war die Aufgabe: gestalte eine Neujahrskarte oder einen Neujahrsgruß. Dazu habt ihr mir wieder ganz viele Einsendungen geschickt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich stelle gleich im Anschluss jede einzelne Karte, die ihr mir geschickt habt, vor. Und am Ende kommt auch wieder die Auslosung. Aber jetzt kommen wir erstmal zur neuen Challenge. Ich stelle euch jetzt die neue Challenge vor, die Nummer 48, die ab heute gültig ist. Und zwar die neue Mitbastel-Challenge hier bei Kreativstempel ist dieses Mal: gestalte eine Karte mit deiner Lieblingskartentechnik. Ich habe mir überlegt, wir starten im Januar ins neue Jahr mal mit einer Lieblingskartentechnik von euch. Und so könnt ihr frei wählen, was ihr für eine Karte schickt. Ihr wisst ja, Kartentechniken, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Schüttelkarte, eine Kullerkarte, eine Aufstellkarte, eine Fancy-Fold-Karte. Also die Möglichkeiten sind ja zahlreich. Und ihr schickt mir einfach eine Karte mit dieser Kartentechnik, die ihr so am liebsten bastelt. Ich bin mal sehr gespannt. Es ist alles erlaubt, egal welche Materialien, welche Farben. Es gibt da keine Vorgaben. Ihr schickt mir einfach eine Karte. Wer daran teilnehmen möchte, geht hier unter dem Video in der Infobox auf den Link. Dort klappt sich dann eben eine Seite auf, das ist auf meiner Homepage, und dort gibt es ein Anmeldeformular, und das ist aber im Endeffekt kein Formular, sondern ihr schreibt mir dann einfach eine kleine E-Mail und schreibt: ich möchte an der Challenge Nummer 48 teilnehmen, und das war's auch schon. Darauf bekommt ihr dann eine Antwort-E-Mail von mir, in der dann alles drin steht, genau wo ihr die Karte hinschicken müsst und so weiter. Ganz wichtig ist, dass ihr unbedingt auf die Karte hinten drauf einen kleinen Post-it klebt, bei der eben drauf steht Challenge Nummer 48 und euer Name. Bitte, das ist ganz, ganz wichtig, weil in der Vergangenheit ist es ganz oft gewesen, dass nichts drauf stand und ich dann gar nicht wusste, für was ist jetzt diese Karte. Also das ist wirklich wichtig, dass ihr diesen Post-it hinten draufklebt und Challenge Nummer 48 draufschreibt und euren Namen dazu. Das wäre ganz, ganz lieb von euch. Ja, also gestalte eine Karte mit deiner Lieblingskartentechnik. Einsendeschluss ist dann Donnerstag, der 20. Januar. Und das Video mit der neuen Challenge und mit all euren Karten, die ich dann zeige, und mit der Gewinnauslosung ist dann am Freitag, den 21. Januar. Also immer jeden dritten Freitag im Monat kommt die neue Mitbastel-Challenge. Und wie gesagt, dieses Mal das Thema: gestalte eine Karte mit deiner Lieblingstechnik. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, was gibt es zu gewinnen? Ich habe zum einen meine Lieblingskartentechnik für euch, und zwar ist es eine Bay Window Fancy Fold Card oder auch Erker-Karte genannt. Die mag ich momentan sehr, sehr gerne. Das ist eine wunderschöne Kartentechnik mit Wow-Effekt, aber auf der anderen Seite ganz schnell und ganz einfach gemacht. Man kann sie auch flach zusammenlegen und in einem Umschlag verschicken. Also eine ganz tolle, schöne Kartenfalltechnik und wie gesagt, ganz fix gemacht. Diese Karte könnt ihr gewinnen und das Stempelset Florale Etiketten. Das ist ein wunderschönes Stempelset, was man für alles Mögliche sehr, sehr gut gebrauchen kann. Wie immer, niegelnagelneu. Es ist ein sehr großes Stempelset, also mit vielen, vielen Stempelmotiven. Ja, und das könnt ihr gewinnen. Ja, ihr Lieben, jetzt kommen wir zur Challenge Nummer 47, gestalte eine Neujahrskarte. Ich zeige euch jetzt alle Einsendungen und am Ende des Videos gibt es dann die Verlosung. Bleibt also dran, ihr könnt ganz, 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 ganz viele Ideen hier sammeln für eine Neujahrskarte, für einen Neujahrsgruß. Und ja, zu gewinnen gab es diese wunderschöne Handstanze, und schauen wir mal, wer am Ende der glückliche Gewinner ist. Ja, starten wir mit der ersten Sendung. Nehmt euch einen guten Tee oder was auch immer, lehnt euch zurück
und genießt die zahlreichen Ideen. So, die erste Karte hat mich erreicht von der lieben Carola H. Und die liebe Carola hat uns diese wunderschöne Neujahrskarte geschickt. Und zwar hier mit einer Stempeltechnik gearbeitet, einen wunderschönen Hintergrund. Hier hat die Carola mit Washi-Tape eine schöne Bordüre als Verzierung angebracht und hier ein schönes kleines Etikett. Ich nehme mal an, das ist ein Sticker. Glückliches neues Jahr. Und ich finde den Hintergrund ganz, ganz toll gemacht hier mit Schwämmchentechnik und mit Stempelmotiven. Und ja, sehr, sehr schön. Eine wunderschöne Idee. Ganz toll gemacht. Und wir haben hier die Farben Bermuda-Blau und ich nehme mal an, das wird Lotengrün müsste das sein. Und hier denke ich mal Calypso und ich denke mal Mango-Gelb. Okay, vielen lieben Dank, liebe Carola. Sehr, sehr schöne Idee. Und die liebe Carola hat mir noch eine ganz, ganz liebe Weihnachtskarte geschickt mit ganz, ganz lieben Grüßen. Die ist auch wunderschön hier mit Glitzerpapier gemacht und schönen Ausstanzungen. Frohes Fest steht hier drauf. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Carola, für deine... für deine lieben Weihnachtsgrüße. Da habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Vielen, vielen Dank. Ihr schreibt ja meistens auch immer ganz liebe Zeilen dazu und bedankt euch für meine Videos. Das freut mich natürlich sehr, wenn ihr davon so begeistert seid. Vielen Dank, Carola. So, die nächste Einsendung, die kommt von der Martina H. Und die Martina hat diese süße, goldige, schöne Karte geschickt. Schaut mal mit diesen schönen Schäfchen, die gab es mal in der Celebration. Hier die 2022 ausgestanzt, ganz süß gemacht. Freude, Freude. Und das ist hier mit einem Kraftpapier gemacht. Eine sehr, sehr, sehr schöne Idee, was ich auch ganz cool finde hier mit dieser Kordel, die hier so als Leine, sage ich jetzt mal, über den Zaun gehängt ist. Also wirklich ganz, ganz tolle, schöne Details hier auf dieser Karte. Und die Schafe, denke ich mal, sind mit Strukturpaste bearbeitet. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Also wirklich ganz doll gemacht, wirklich zuckersüß. Eine sehr, 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 sehr schöne Karte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank, liebe Martina, für diese schöne Idee. So, die nächste Karte hat mich erreicht von der lieben Gitte. Und die Gitte hat hier wunderschöne Motive gestempelt. Diese Sektflasche mit dem ploppenden Korken finde ich auch mega cool. Und auch die Idee 2021 durchgestrichen und hier 2022. Herzlich willkommen, ne? Also super Idee, finde ich ganz toll hier mit dem Silvesterfeuerwerk. Das ist, glaube ich, embossed, so wie es aussieht. Echt klasse. Und hier einen Willkommen ausgestanzt aus einem Metallic-Folienpapier. Wirklich schön gemacht. Und hier innen ein bisschen Glücksklee gestempelt. Und was ich auch schön finde, hier die abgerundeten Ecken an der Karte. Sehr schön. Ja, vielen Dank, liebe Gitte. So, die nächste Idee, die hat mich erreicht von der Brigitte H. Und die Brigitte hat diese schöne Karte hier geschickt mit Ausstanzungen 2022. Diese Zahlen gab es mal bei Stampin' Up, die habe ich mir auch aufgehoben. Leider gibt es die nicht mehr. Die fand ich ganz fantastisch. Hier mit ganz viel Auflegern in Gold, Metallic. Und hier guten Rutsch, kleine Sternchen. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Und wenn man diese Karte aufklappt, ich halte es hier mal zu, die Brigitte hat mir noch ein paar liebe Grüße geschrieben. Und hier mit einem Pop-up-Element und zwei schönen Sektgläsern auf Pergamentpapier gestempelt. Dieses Stempelset gab es mal vor ein paar Jahren von Stampin' Up. Das fand ich sehr, sehr schön. Ein schönes Neujahrsgrußset. Ja, eine sehr schöne Karte. Vielen Dank, liebe Brigitte. So, die nächste Karte,
Die kommt von der Brigitte P. Punkt. Wir hatten dieses Mal ganz viele Brigitte dabei. Und die Brigitte B. Punkt hat uns eine Schüttelkarte geschickt. Und zwar ist das hier aus dem aktuellen Mini-Katalog aus der Reihe Unter der Kuppel. Und hier diese schönen Häuschen im Hintergrund gestempelt, ein paar Pailletten hier rein und hier mit so kleinen Glitzersteinchen, sehr schön gemacht, mit Metallicfolie hier gearbeitet und kleine Ausstanzungen. Alles Gute im neuen Jahr. Und wenn man es aufklappt, sind hier schöne Weihnachts-Christrosen gestempelt. Sehr schön gemacht. Ich mag ja Schüttelkarten sehr gerne. Vielen Dank, liebe Brigitte. So, dann habe ich zwei Karten bekommen von der Ulrike K. Punkt. Die Ulrike konnte sich nicht entscheiden und hat zwei Karten geschickt. Und zwar einmal diese schöne Karte hier mit einer Sektflasche. Die ist hier mit Pergamentpapier nochmal als Aufleger. Finde ich eine schöne Idee. Cheers! Ein Sektglas 2022 ausgestanzt in Glitzerfolie. Mit ganz vielen Sternchen. Und wenn man die Karte aufklappt, ist hier nochmal mit Washi-Tape verziert. Ja, auch eine sehr, sehr schöne Idee. Der Hintergrund ist, glaube ich, ein Designpapier. Und die zweite Idee ist hier mit diesem schönen Lavendelmotiv, Metallicfolie und hier auch nochmal die 2022 in Glitzer ausgestanzt und ein paar Pailletten. Oft braucht es gar nicht mehr an Text. Und auch hier innen schön verziert mit Glitzerbordüre und Glücksklee. Ja, vielen Dank, liebe Ulrike. So, die nächste Idee, die kommt von der lieben Doreen J. Und die Doreen hat eine Endloskarte geschickt. Frohes neues Jahr, hier mit einer Uhr drauf. Und wenn man das dann so aufklappt, ah, die ist verkehrt rum. Dann kommt hier Grüße mit Glücksklee. Wenn man sie weiter aufklappt, halt, das gehört so. Die war, glaube ich, ja, jetzt ist sie richtig. Ich glaube, das ist hier der Anfang. Die war, glaube ich, nicht richtig gefaltet. Also ich glaube, das müsste der Anfang sein. 2000. Na, das stimmt aber jetzt auch was nicht. Das gehört so, gehört das. Jetzt muss ich nochmal gucken. Also nochmal von vorne. 2022. Dann klappt man, jetzt wird es richtig. Genau. Dann kommt hier das Sektglas zum Anstoßen und der Glücksklee. Jetzt ist es perfekt. Ich hatte es einfach falsch zusammengelegt. Neujahrsgrüße. Sehr, sehr schön. Ich mag diese Endloskarten sehr gerne. Und hier dann ein frohes neues Jahr. Also das ist eine schöne Idee, ne, von der Reihenfolge her, ganz süß. Wir beginnen mit dem Sektglas und dem Anstoßen und dem Glücksklee. Dann begrüßen wir das neue Jahr und hier um 12 Uhr wünschen wir uns dann ein frohes neues Jahr. Dieses Designerpapier gab es da auch mal vor ein paar Jahren, das fand ich auch mega schön. Ja, super, vielen Dank, liebe Doreen, für diese schöne Karte und entschuldige, dass ich das am Anfang hier falsch gezeigt habe. Und die liebe Doreen hat mir noch ganz liebe Weihnachtsgrüße dazu geschrieben und eine wunderschöne Weihnachtskarte mitgeschickt, hier mit diesem Tannenbäumchen, das schön dekoriert ist mit Perlen und einem Silberband und Pailletten, ganz süß. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, hier sind kleine Pailletten aufgefädelt auf das Silberband. Da hast du dir ja richtig Arbeit gemacht, Doreen, total schön. Und mit einem geprägten, schönen Hintergrund. Frohe Weihnachten. Und da hat mir die Doreen noch ganz liebe Grüße dazu geschrieben. Vielen Dank, liebe Doreen. Sehr, sehr lieb. So, die nächste Karte, die kommt von der Edith W. Und die liebe Edith hat diese Karte hier geschickt. Und zwar ist die Karte eine Kombination für Weihnachten und fürs neue Jahr. Frohe Weihnachten und alles erdenklich Gute fürs neue Jahr. Und was ich hier ganz interessant finde, die Edith hat hier, ich weiß nicht, ob das die Kamera zeigt, das ist Pergamentpapier. Das hat die Edith embossed und bestempelt und koloriert. Ganz, ganz toll gemacht. Und dann hat sie das aufgeklebt auf die Karte und hier außenrum dann mit dieser schönen Bordüre aus vielen verschiedenen
Glitzersteinchen aufgeklebt. Eine sehr, sehr schöne Idee, sehr, sehr edel. Ganz toll gemacht. Vielen lieben Dank, liebe Edith. So, die nächste Karte, die kommt von der lieben Rose T. Und die liebe Rose hat diese wunderschöne Karte hier geschickt, auch mit diesen schönen kleinen Schäfchen aus der vergangenen Celebration. Ich glaube, im Frühjahr war die. 2021, die 1 fällt hier weg und die 2 kommt angeschwebt mit einem Luftballon. Eine mega super tolle Idee, finde ich das. Also ganz, ganz süß gemacht mit diesem schönen Schäfchen. Happy New Year. Und wenn man diese Karte aufklappt, ist hier ein süßes Pop-up-Element drin. Finde ich mega diese Idee. Ein Glücksschweinchen hier aus verschiedenen Kreisen hier als Pop-up-Element gemacht. Das ist eine wahnsinnig schöne Idee, finde ich mega, mega toll. Mit einem Glücksklee im Maul und hier mit diesem kleinen Kringelschwänzchen. Viel Glück und eine schöne Wiese im Hintergrund. Ganz toll gemacht, super. Sehr, sehr schöne Idee. Vielen Dank, liebe Rose. Und auch die Rose hat mir ganz, ganz liebe, ganz, ganz tolle Weihnachtsgrüße geschickt und ganz liebe Zeilen dazu geschrieben. Vielen, vielen Dank, liebe Rose, habe ich mich sehr drüber gefreut. Eine ganz süße, schöne Weihnachtskarte hier mit diesen Häuschen. Also das, ich mag ja so Häuschen an Weihnachten, das ist einfach toll. Schneemann ist aus einem Stempelset von Stampin' Up, was noch im Jahreshauptkatalog ist. Und frohe Weihnachten. Ja, vielen lieben Dank, liebe Rose. Ganz, ganz toll. So, weiter geht es mit der nächsten Karte. Und zwar von der Elisabeth K. Und schaut mal her, die Elisabeth hat hier eine mega, mega schöne Aufstellkarte gebastelt. Und zwar, wenn man das alles flach macht, kann man sie schön verschicken. Und es ist aber eine Aufstellkarte. Und zwar sind hier lauter kleine Sterne, also die werden von groß immer kleiner. Und hier vorne haben wir 2022 und hier hinten Happy New Year. Ist das nicht eine schöne Idee? Mega, oder? Ganz toll gemacht, die Sterne alle ganz aufwendig mit Dimensionals in 3D-Optik aufgeklebt. Sehr, sehr schön ausgestanzt mit Metallic-Papier und Designpapier. Und hier auch die Karte selber mit einer schönen Bordüre verziert. Ganz toll. Und hier unten als Stopper nochmal Sterne. Also eine sehr, 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 sehr schöne Karte. Und hier innen einen Aufleger. Und auch hier schönes Metallic-Papier. Also eine wunderschöne Idee. Muss ich unbedingt mal ausprobieren. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank, liebe Elisabeth. So, die nächste Einsendung. Die hat mich erreicht von, muss ich schnell gucken, von der Corinna G. Und die Corinna hat diese wunderschöne Karte geschickt. Sie hat dazu geschrieben, einfache Karte, liebe Corinna, das ist egal, ob einfach oder Kartentechnik. Die Karten sind immer wunderschön. Ich finde sie mega, mega toll, die du hier gemacht hast, mit einem schönen metallic schimmernden Umschlag in quadratischer Form und hier mit schönen Sektgläsern ausgestanzt, im Hintergrund auch Sektgläser gestempelt. Hier ein schönes Schleifenband als Etikett. Prosit Neujahr und alles schön mit Metallic-Effekten hinterlegt, Pailletten aufgeklebt. Eine wunderschöne Karte, hier mit Strukturpapier innen. Also die ist echt toll gemacht, diese Karte. Wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Corinna. Und die Corinna hat mir auch noch eine wunderschöne Weihnachtskarte geschickt. Schaut euch das mal an, ist die nicht toll? Und ganz, ganz liebe Zeilen dazu geschrieben. Auch hier mit viel Metallic, passt ja an den Weihnachten und an Silvester sehr, sehr gut. Das Designpapier finde ich auch mega schön, das glitzert auch so schön. Ich weiß nicht, ob die Kamera das zeigt. Weihnachtspost für dich und liebe, liebe Zeilen, ganz, ganz nett. Und dann hat mir die Corinna noch ein kleines Goodie geschickt. Mega, mega schön. Christmas Wishes. Hier mit ganz schönen, glitzernden Ausstanzungen, schönem Schleifenband. Und schaut mal, ist das nicht schön? Eine wunderschöne Stifteverpackung hier.
mit einem schönen Stift. Ganz, ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Corinna. Sehr, sehr schön gemacht. Danke, danke, danke. Ihr verwöhnt mich immer so. Ja, das war die Idee von Corinna. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Einsendung. Und zwar, muss ich wieder gucken, von wem? Von der Brigitte H. Wieder eine Brigitte. Und zwar hat die Brigitte uns hier eine kleine Lichterkarte gebastelt. Nur fehlt hier jetzt noch das Teelicht. Also da kommt hier unten ein Teelicht rein. Also keine lebende Kerze, sondern diese LED-Teelichter. Und auch das ist eine kombinierte Karte. Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr. Cooler Spruch. Ganz toll gemacht hier mit diesen Sternen und Zweigen und Schleifchen und hier mit Servietten-Technik gemacht. Und hier, wie gesagt, stellt man dann eben dieses LED-Licht rein und dann kann man das hier beleuchten, weil der Stern ist nämlich hier mit Pergamentpapier hinterlegt und dann leuchtet es raus. Sehr, sehr schön gemacht, liebe Brigitte. Und die Brigitte hat mir auch noch ganz, ganz liebe Weihnachtsgrüße geschickt. Und das ist nämlich auch nochmal eine Karte für ein Teelicht, ein LED-Licht. Zauberhafte, besinnliche Weihnachten. Und schaut mal, ist das nicht schön gemacht? Also auch hier stellt man dann dieses Teelicht rein und dann ist die Karte eine schöne Dekoration, die beleuchtet ist. Vielen lieben Dank, liebe Brigitte. Ganz, ganz, ganz lieb. Und ja, weiter geht es mit der nächsten Einsendung von der Aline. Und die Aline hat uns diese Neujahrsgrußidee geschickt. Und zwar hier gestempelt im Hintergrund. Viel Glück, viel Glück, viel Glück. Das Ganze geinkt an den Rändern und auch zwischendrin so ein bisschen. Und hier einen Aufleger mit einer Mauer. Und hier diese schönen kleinen Glücks Pilze. Und die gibt es in Stanzformen im Jahreshauptkatalog. Die sind ganz, ganz toll, diese Stanzformen. Ich glaube, Naturgedanken oder so ähnlich. Ich weiß jetzt gar nicht genau den Namen, aber die Stanzformen, die werden gerne übersehen, weil es da kein Stempelset dazu gibt, sondern nur die Stanzform. Die findet man ganz hinten im Katalog und ich finde die echt ganz toll. Ja, eine wunderschöne Karte von der Aline. Danke sehr. So, die nächste Karte, die kommt von der Stefanie P. Und die Stefanie hat diese schöne Karte geschickt, hier mit den Glücksmarienkäfern und dem Glücksklee. Und hier Happy New Year, ganz, ganz toll gemacht. Hier mit diesen, wie heißt es denn? Jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt. Na, ihr wisst schon. Ganz, ganz tolle Idee, finde ich mega schön. Dies ist eine Prägeform oder Stanzform, ich nehme an Stanzformen. Ja, es sind lauter kleine Stanzformen. Eine super schöne Idee. Die Buchstaben hier im Negativ ausgestanzt und dann so aufgeklebt. Mega schön, super. Und hier innen auch nochmal das Designpapier zur Verzierung. Abgerundete Ecken, sehr hübsche Idee. Vielen Dank, liebe Stefanie. Entschuldigung. So, dann habe ich wieder zwei Ideen bekommen von der lieben Annette St. Und die Annette hat zwei ganz bunte, fetzige Neujahrsgrüße geschickt. Und zwar hier einmal mit diesen tollen Luftballons, die hier aus dem Blumentopf rauskommen und Glücksklee. Viel Glück im neuen Jahr. Und auch mit ganz viel Metallicfolie und Glitzer und Silvesterfeuerwerk. Und auch hier wieder diese Idee, die wir vorhin schon mal bei der Rose hatten. Wir haben hier 2022 und die 1 vom 2021 fliegt weg. Finde ich mega schön, die Idee. Habe ich noch gar nicht so gesehen. Seht ihr, auch ich kriege immer wieder neue Anregungen hier. Und die zweite Kartenidee, die ist ähnlich, aber irgendwie wieder auch ganz anders. Auch hier mit Glücksklee, auch hier mit den Luftballons und die 1 fliegt wieder weg. Und im Hintergrund dieses Silvesterfeuerwerk. Die eine Karte in Blautönen und die andere in Rottönen. Ganz toll. Viel Glück im neuen Jahr. Ja, vielen Dank, liebe Annette.
Und die Annette hat hier noch einen schönen Sternenanhänger mitgeschickt. Die finde ich ja mega klasse. Hat sie mir neulich schon mal eingeschickt. Ganz toll. Und zwar ist es hier ein Stern ausgestanzt vorne und hinten. Dann dahinter Pergamentpapier geklebt auf beide Sterne. Und in die Mitte rein kommen dann hier Pailletten. Und dann wird es am Rand zusammengeklebt. Und dann hat man hier diesen kleinen Schüttelstern zum Aufhängen. Ganz, ganz toll. Der kommt mit zu dem anderen Stern. Vielen Dank, liebe Annette. Sehr, sehr lieb. So, dann kommt die nächste Karte von der Caroline L. Und die Caroline hat hier mit einem Stempelset gearbeitet. Das gibt es schon lange nicht mehr bei Stampin' Up, war aber sehr, 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 sehr beliebt. Mit diesen fliegenden Schweinchen. Ganz, ganz toll hier gestempelt und Sterne. Alles Gute fürs neue Jahr. Auch eine sehr, sehr schöne Idee. Schnell gemacht und sieht ganz toll aus. Vielen Dank, liebe Caroline. So, jetzt kommt eine Karte von der Julie N. Und die Julie hat uns diese Karte hier geschickt. Das ist ein bisschen hier verwurstelt. Ich mache das mal gerade, damit ihr es lesen könnt. Viel Kraft und ein gutes, erfolgreiches Jahr. Und diese Stanzform finde ich ja mega. Seht ihr das? Mit diesen Häuschen hier auf der Erde, quasi ringsherum. Ganz cool. Finde ich echt schön. Und das Papier ist auch mega schön hier mit dieser braunen Glitzer-Metallic-Art. Hier einen Aufleger, der geprägt ist. Und ja, so entsteht eine wunderschöne Karte. Super. Vielen Dank, liebe Julie. So, die nächste Karte, die kommt von der Steffi N. Das ist die Mama zur Julie, von der wir gerade die Karte gesehen haben. Und die Steffi hat hier diese schöne Karte geschickt mit Wunderkerzen dran, beste Wünsche. Und dieses Schweinchen ist auch ein Stampin' Up Set mit Glücksklee, hält hier diese Wunderkerzen fest. Beste Wünsche und ein gutes, erfolgreiches neues Jahr. Ah ja, und hier hat, das muss ich euch mal vorlesen, die Steffi einen ganz netten Spruch geschrieben. Finde ich mega als Idee. Ich hoffe, ich darf das zeigen, Steffi, für das neue Jahr. Finde ich ganz toll. Für das neue Jahr so viel Glück wie Wassertropfen im Meer, so viel Liebe wie Sterne am Himmel und Gesundheit an jedem neuen Tag. Ich finde das ganz klasse, diesen Spruch. Man weiß ja immer nicht so richtig, was schreibt man denn jetzt? Und man will nicht alle Jahre das Gleiche schreiben. Deswegen fand ich das jetzt ganz toll, liebe Steffi. Ich hoffe, du bist damit einverstanden, dass ich das hier zeige. Tolle, tolle Idee. Super. Vielen lieben Dank. Und die Steffi hat mir auch noch eine schöne Weihnachtskarte dazu geschickt. Besinnliche Weihnachten. Hier mit dieser schönen Kordel und Sternchen. Und schaut mal, dieser kleine Würfel, der ist ja auch zuckersüß, finde ich mega schön. Ganz toll. Vielen lieben Dank. So, die nächste Einsendung, die hat mich erreicht von der lieben Dorothee. Ich muss mal kurz hier sortieren. Und die Dorothee hat diese schöne Karte hier geschickt. Auch eine ganz interessante Kartentechnik. Frohes neues Jahr, Glück und Zufriedenheit. Und wenn man das hier aufklappt, hat man hier dieses Etikett zum Ausklappen. Finde ich sehr, sehr schön, die Idee. Und das steckt man dann hier so durch diesen ausgestanzten Kreis und hat dann hier vorne eine flache Karte. Super Idee, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank, liebe Dorothee. Und die Dorothee hat mir noch ein ganz, ganz tolles Weihnachtsgeschenk geschickt, schaut mal. Frohe Weihnachten, ganz toll gemacht und mit Schoki drin. Eine ganz tolle Verpackung, finde ich mega, mega schön. Gefällt mir richtig gut. Hier mit Magneten, ganz toll gemacht. Vielen lieben Dank, liebe Dorothee. Habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut. So, dann kommt hier eine Karte von der Monika SCH. Und die Monika hat uns eine Karte geschickt, die ist mit Serviettentechnik gemacht.
Hier erstmal der Umschlag, finde ich auch eine ganz schöne Idee. Hier mit diesem Aufleger und einer Sektflasche. Und wenn man die Karte öffnet, schaut mal, ist die nicht der Hammer? Also das hier ist Servietten-Technik, hat sie mir geschrieben. Und noch verschiedene Sticker dabei. Glückliches neues Jahr. Also ganz, ganz toll gemacht. Also hier ist Sticker, ne? Und das hier ist Servietten-Technik. Und viel, 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 viel Glitzer. Sieht ganz toll aus. Richtig, richtig schön. Und hier noch ein paar liebe Grüße von der lieben Monika. Mega schöne Karte. Mit dem Umschlag dazu macht echt was her. Also mit dieser Serviettentechnik muss ich mich, glaube ich, auch mal befassen. Finde ich ganz toll. Und die liebe Monika hat mir auch noch eine schöne Weihnachtskarte geschickt. Die finde ich auch toll. Hier mit dieser, das ist farbige Windradfolie. Und hier hat sie dann diese bestimmte Falltechnik gemacht. Finde ich auch ganz doll interessant. Muss ich mir mal genauer anschauen. Finde ich mega schön. Merry Christmas. Hier mit Stickern verarbeitet. Also eine tolle, tolle, schöne Karte. Vielen lieben Dank, liebe Monika. So, drei Stück haben wir noch. Die nächste Karte kommt von der Elke R. Punkt. Jetzt gucke ich gleich, dass ich das richtig rum mache. Das ist nämlich auch eine Endloskarte von der Elke. Und zwar seht ihr hier, du bist einmalig. Hier haben wir ganz viele bunte, schöne, verschiedene Motive drauf. Dann klappt man die Karte auf. Beste Wünsche und ein gutes, erfolgreiches Jahr mit dem Glücksschornsteinfeger hier. Die sollen ja Glück bringen. Dann geht es hier weiter. Willkommen 2022. Ganz süß hier, dieses Vögelchen. Und zum Schluss, juhu! Mega schön, oder? Total schön. Also ich mag diese Endloskarten, finde ich echt klasse. Sehr, 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 sehr schön gemacht. Vielen Dank, liebe Elke. So, die vorletzte Einsendung, die habe ich bekommen. Lasst mich schnell schauen. Ups. Von der Birgit W. Und die Birgit hat diese schöne Karte geschickt. Finde ich ganz toll hier mit dieser Wimpelkette. Auf jeden Wimpel eine Zahl für 2022 mit einem Schleifenband befestigt. Ganz, ganz viele Glitzersternchen. Ein gutes neues Jahr. Finde ich eine mega schöne Idee. Auch das macht sich richtig gut mit ganz viel Glitzer hier. Also mit dieser Wimpelkette finde ich auch toll. Hier innen nochmal Feuerwerksstempelchen. Ganz toll gemacht. Sehr, 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 sehr schöne Idee. Also das muss ich mir auch mal merken. Und dann hat mir die liebe Birgit noch eine schöne Weihnachtskarte geschickt. Mit ganz lieben Weihnachtsgrüßen. Auch das hier eine schöne Idee, ne, für Designpapierreste zu verwerten. Ganz, ganz toll. Ganz viele verschiedene Streifen Designpapier. Ein Gruß mit viel Liebe zum Fest. Sehr, sehr schön. Einen schönen Geschenkanhänger. Es weihnachtet sehr. Und das hier ist auch eine schöne Idee. Habe ich neulich auch in meinem Adventskalender gehabt. Und zwar ist das ein Stern mit einer Origami-Falltechnik. Wenn man den so aufklappt und die Kugel hier wieder nach unten schiebt, hat man hier einen wunderschönen Faltstern. Klasse, oder? Für den Tannenbaum. Mega schön. Vielen Dank, liebe Birgit. Finde ich klasse. Und so kann man ihn zusammenfalten und im Umschlag verschicken. Sieht auch schön aus. Vielen lieben Dank, liebe Birgit. Und jetzt kommen wir zu unserer letzten Einsendung. Und da muss ich hier ein Riesenpäckchen rausholen. Und zwar von der lieben Heike. Heike M. Ups, hier ist was abgefallen. Und zwar hat die liebe Heike mir einmal ihre Einsendung hier geschickt und dann noch ein Riesenpaket mit Überraschungen. Ach du meine Güte, liebe Heike, ich zeig's euch gleich, ihr werdet sehen. Der Wahnsinn, ihr seid verrückt. Also die Heike hat hier eine Stufenkarte geschickt zum neuen Jahr
So kann man sie hinstellen als Dekoration. Alles Gute und viel Glück für 2022. Und das ist auch eine schöne Idee hier, die Sektgläser quasi auf Windradfolie auszustanzen. Hier im Hintergrund Silvesterfeuerwerk und ganz, 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 ganz viel Glitzerpapier. Mega schön, oder? Ganz, ganz toll gemacht. Und hier innen hat man dann Platz für persönliche Grüße. Also wirklich, das muss ich mal ankleben, das ist hier abgegangen. Eine super schöne Idee. Ich zeige euch das mal so von der Seite. Ganz toll, super schön gemacht. Vielen Dank, liebe Heike. Und jetzt zeige ich euch, was die Heike mir noch alles geschickt hat. Ich hole das mal hier in die Kamera. Du bist echt verrückt. Der Wahnsinn. Das ist ja echt der Hammer. Alles selbst gebastelt. Ich zeige euch das jetzt mal. Eine wunderschöne Weihnachtskarte. Hier gestempelt und mit der Schwämmchentechnik gemacht. Und mit ganz, ganz, ganz viel Glitzer. Eine mega, mega schöne Weihnachtskarte. Mit ganz vielen lieben Grüßen. Dann hat die Heike hier diesen wunderschönen Geschenkanhänger gebastelt mit einer Zuckerstange. Ganz, ganz große Klasse. Frohe Weihnachten. Richtig, richtig toll. Als nächstes habe ich hier bekommen, nur für dich gebastelt. Ah, das ist ja auch ein schöner Spruch. Und ein tolles Papier, ne? Hammer, hammer, hammer schön. Und hier oben geht die Verpackung auf. Und da ist Naschi drin. Oh, lecker. Das ist ja auch spannend hier, der Verschluss. Mega. Das steckt man hier so unten drunter. Ich möchte es nicht kaputt machen. Also so im Windrad, ne? Ganz toll. Sieht echt klasse aus. Alles selber gebastelt von der Heike. Dann hier diese süße kleine Verpackung. Draußen ist es kalt. Cool, oder? Und wenn man die hier öffnet, dann, also das ist so eine selbstschließende Verpackung ohne Kleber. Hier kann man dann noch dieses Schleifenband abmachen. Das will ich aber jetzt nicht machen. Ah, ich mache das mal hier auf an der Seite. Dann gucken wir mal zusammen da rein. Das braucht man immer im Winter. Eine Lippenpflege. Sehr, 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 sehr schön. Ganz süß gemacht. Dann haben wir hier, ach Gott, schaut mal, süß, oder? Das sind alles Stampin' Upsets. Sehr, sehr schön. Nur für dich. Und das finde ich auch schön hier. Das habe ich schon oft gesehen. Muss ich mal probieren. Das ist mit einem schwarzen Stift selber so eine Bordüre gemalt. Finde ich mega schön. Das sieht echt toll aus. Ganz, 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 ganz tolle Idee. Und diese Verpackung macht man hier auf. Und da drin ist auch Naschi. Schön. Lecker. Oh, ihr seid echt lieb, ihr verwöhnt mich. Ganz, ganz toll. Dann haben wir hier, ach, schaut mal. Make it, ah, ich lese es lieber nicht. Ihr wisst ja, ich kann kein Englisch. Entschuldigt bitte. Und hier, ach Gott, ist die schön, die Verpackung, schaut mal. Ganz toll, mit lecker Schoki-Kugeln. Ah, das ist ja auch eine wunderschöne Idee. Hier mit dieser Fensterverpackung, toll. Super schön. Oh, da ist hier was abgefallen. Ach, das war hier. Das gehört hier hin. Das mache ich wieder dran. So, und dann haben wir hier noch zum Genießen eine schöne Verpackung. Ah, oh, leckerli, leckerli. Ganz toll. Super, super schön. Also Wahnsinn. Vielen Dank, liebe Heike. Und auch an alle anderen, die hier mitgemacht haben, für diese tollen Einsendungen und für eure tollen, lieben Beigaben und lieben Zeilen. Vielen, vielen lieben Dank. Auch, dass ihr das ganze Jahr über so treu wart. Mega. Jetzt kommen wir zur Auslosung. Alle von euch, alle, die eine Einsendung geschickt haben, sind hier drinnen in meiner Losbox. Und jetzt losen wir mal die Gewinnerin aus. Es waren ja alles Damen. Trommelwirbel. Und los geht's. Die Gewinnerin der heutigen Challenge ist die liebe Doreen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Doreen J. Das ist dein Gewinn. Diese wunderschöne Handstanze.
Ihr anderen seid bitte nicht traurig. Ihr wisst ja, die nächste Challenge steht in den Startlöchern. Ich zeige sie euch nochmal. Gestalte eine Karte mit deiner Lieblingskartentechnik. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 20. Januar. Und das ist eure nächste Chance und euer nächster Gewinn. Meine Bay Window Fancy Fold Karte, die ich gebastelt habe. Und dieses wunderschöne Stempelset, florale Etiketten. Also ihr Lieben, seid nicht traurig, macht einfach wieder mit. Irgendwann habt ihr auch das Glück, ja, das Los entscheidet. An alle nochmal vielen herzlichen Dank für eure Einsendungen. Ganz toll, dass ihr so lange und treu mitmacht. Wie gesagt, wir haben jetzt schon die Challenge Nummer 48. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr das so gut annehmt. Ich danke auch allen Zuschauern hier und für, dass ihr dabei wart, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Und ja, falls wir uns nicht mehr hören und sehen, ich mache noch ein Video vor Weihnachten. Ich hoffe zumindest, dass ich es noch hinbekomme. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch allen eine schöne Weihnachtszeit, ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreis eurer Lieben. Ich hoffe, dass es möglich ist, dass ihr eure Lieben sehen könnt. Und bleibt alle gesund, genießt die ruhigen Tage und passt alle auf euch auf. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, eure Birgit.